willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin's Marcel. Heute wollen wir weitermachen mit dem Ford 3600. Ich will dieses Getriebe, Abgasgetriebe für den Allradantrieb jetzt einmal einbauen bzw. reinsetzen. Ja, Flüssigdichtung habe ich schon drauf gemacht auf die eine Seite des Gehäuses und ich werde das jetzt anheben, da reinsetzen. Das ist ein ganz schöner Akt, muss ich euch sagen. Das ist nicht gerade leicht. Ich stelle euch mal hier oben hin. So, ich will hoffen, dass ihr es sehen könnt, nicht, dass ich gleich mit meinem Körper dazwischen bin. Es liegt schon ein bisschen was, das Scheißding. Ist auch nicht viel Platz hier. Leute von heute, das ist schwer. So, jetzt müssen wir die Handschuhe ausziehen. Brauchen wir Fingerspitzengefühl. So. Also, wir haben ja letztes Mal aufgehört beim ersten Video. Falls ihr jetzt reinschaltet, habt das erste Video dazu nicht gesehen, empfehle ich euch, das natürlich anzugucken. Das vorige Video mit der Nummer 1 und ja, das müsstet ihr sehen, dann wisst ihr, worum es geht, was ich auseinandergebaut habe. Also mal gucken, die Muttern sehen jetzt nicht mehr ganz so top aus hier. Vielleicht kann man das erkennen. Sind nicht mehr die schönsten. Aber das ist spezielles Gewinde hier. Da müsste eigentlich ein zöllisches Gewinde sein, nicht metrisch. Gut, die Muttern sehen aber nicht mehr so gut aus. Bin ich mir überlegen, ob ich da einmal neue Muttern für mache. Ich habe die Muttern nicht, aber man kann ja auch Gewinde reinschneiden. Eigentlich am sinnvollsten. Oben kommt man nämlich ran, aber unten nicht. Unten sehr schwer. So, das war auch ganz gut, dass ich das noch abgenommen hatte, komplett, das Getriebe. Weil dieses Zahnrad, was da drin sitzt, das war tatsächlich lose. Also das Zahnrad sitzt auf dem Gewinde, das die Schrägrollenlager von dem Kegelrad zum Tellerrad auf der Hinterachse spannt, also zum Differential. Und das muss natürlich gespannt sein, dieses Kegelrollenlager. Damit das Spannung hat und nicht lose ist. Die Rollen haben dann nämlich teilweise gar nicht gedreht, wo ich am Reifen gedreht habe und das Zahnrad sich mitgedreht hat. Das Zahnrad war auch ein bisschen lose auf der Welle, deswegen war es ganz sinnvoll, dass ich es abgehabt habe. So konnte ich die Nutmuttern, die da drauf sind, weil Nutmuttern waren das nicht, das waren ja Muttern mit 6 Kant, so konnte ich die zumindest einmal nachstellen oder nachspannen. Und das hätte ich ja vorher gar nicht machen können, hätte ich das nicht abgenommen lassen. Getriebe, Abgasgetriebe. So Freunde, es ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Wir gehen mal rein in die Halle. Lass mal das Radio aus. Nicht, dass wir wieder Probleme bekommen wegen Urheberrechtsverletzung. So. So, hier sehen wir die alte Achse, die Köpfli-Achse, die vor dem Ford drin war. Und ja, die neue Achse, die bin ich jetzt gerade dabei, die zu komplizieren, also zusammenzubauen, die liegt jetzt hier. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das gehört. Der Deckel gehört darauf und da innen drin läuft das Differential. Ich habe auch schon hier alle Lager runtergezogen, das habe ich gestern gemacht, das habe ich jetzt nicht gefilmt. Alle Lager runtergezogen und die einmal alle vermessen. Und ja, bin zu einem Entschluss gekommen, dass ich nicht alle Lager tauschen kann, weil es teilweise zöllige Lager sind. Man sieht zum Beispiel hier, auf dem steht auch Made in USA drauf und das hat, glaube ich, ein Maß von 63,5 irgendwie sowas. Also immer so einen halben Millimeter mehr und weniger Maße. Ich weiß jetzt nicht genau, weil ich meinen Messzettel gerade drin liegen habe. Ich wollte mich gestern Teile bestellen bzw. organisieren und ja, da bin ich halt darauf gestoßen, dass so ein Lager, beispielsweise wie es hier jetzt liegt, davon brauche ich 2 Stück,
Ja, dass so ein Lager beispielsweise 80 Euro kostet, so ein zölliges Lager, da wo ich zumindest geguckt habe, das ganze Netz durchsucht. Und das noch nicht mal vom namhaften Hersteller, zumindest kenne ich den nicht. So, und dann ist noch das weitere Problem hier im, bei der Rattennarbe, sind ebenfalls so eine schrägrunde Lager drin. Und diese Lager gibt es gar nicht zum Beispiel. Das Maß, was da drauf steht, ich habe auch bei FAG auf der Seite geguckt, zum Beispiel mit den Lagergrößen, da gibt es ja durchaus unterschiedliche. Und die Nummern, die dazugehören, wie sie denn gekennzeichnet sind, da finde ich dieses Lager beispielsweise nicht. Ich brauche davon normalerweise 4 Stück. So, jetzt ist das Lager aber hier in der Rattennarbe praktisch, gib den einmal hier. Den habe ich gestern für noch auseinandergebaut, den Achsschenkel hier mit ordentlich Feuer beigegangen, wenn der auseinanderging. Der sitzt jetzt hier drin und ist ja ganz normal gelagert mit der Mutter gespannt da vorne drauf auf der Radnabe. Also der spannt sich ja, indem man die zusammenzieht unter Druck, spannen die Lager sich, weil die ja so zylinderrollenförmig sind, die Rollen. Und das ist das kleinste Problem, das ist nicht so schlimm. Beim Differential wollte ich halt aber eigentlich neue Lager reinmachen. Bloß halt die Praxis sieht jetzt aus, dass ich da halt 2 neue reinsetze für das Kegelrad hier. Und ja, das Tellerrad an sich, was da hinten liegt, das kriegt jetzt die alten Lager wieder rein, weil das halt wie gesagt diese zölligen sind. Ja, weil ich sonst arm bin danach. Ich habe jetzt schon für 120 Euro, glaube ich, Teile bestellt mit Wellenlichtring und so weiter. Und Lager 80 Euro, und da hinten gibt es gar nicht. Wenn ich die irgendwo finde, was die kosten sollen. Dann nehme ich jetzt die alten Lager. Ich hoffe mal, dass das damit funktioniert. So heiß kann die Achse, das ist ja eine Brandachse, die kommt vom Brandträger, da hat eine Halle gebrannt. Und so warm kann die auch nicht geworden sein, weil, ich weiß es nicht, ab welcher Temperatur Messing anfängt zu schmelzen. Oder Bronze. Hier waren Bronze- bzw. Messingbuchsen drin im Pendelachsbolzen hier in der Mitte. Und die sind auf jeden Fall noch ganz gewesen. Die sind nicht geschmolzen oder so. Also ich glaube nicht, dass das so heiß geworden ist, dass die Achse hier angefangen hat zu blühen. Also dass es dann vielleicht wirklich eine Gefügeänderung gab, das glaube ich nicht. Und die Lager, ich habe ja mit dem Meißel da rumgehauen, um die Lösung zu kriegen. Zumindest die vom Kegelrad hier, die haben sich auch nicht verformt. Also die Lagerschalen. Deswegen glaube ich nicht, dass es da eine Gefügeänderung gab. Und ja, die sind halt ein bisschen rostig. Die Lager, die jetzt zum Beispiel gehen, die habe ich gerade sauber gemacht. Und einmal die eine Lagerschale war von innen so ein bisschen rostig, weil er wahrscheinlich auch eine Weile draußen stand, wegen Gutachter, der dann kam vom Gebäude und weiß, was weiß ich nicht alles. Oder es dann geregnet hat, halt, wo das alles niedergebrannt war und draußen lag, wo die Feuerwehr Löschwasser aufgespritzt hat. Dann hat es halt Rost angesetzt, deswegen ist die Achse auch rostig, lag bei dem, wo ich die Träger gekauft habe, hier noch eine Weile rum. Und die eine Lagerschale habe ich jetzt einmal ein bisschen Sand gestreckt, ganz, ganz grob von innen, dass der Rost da halt runtergeht. Man könnte sie natürlich auch mit Schmirgelpapier so ein bisschen bearbeiten. Hier sieht man das. Dieses sandgestrahlte Stück hier. Das ist dieser Flansch, wo die Kardanwelle rankommt. Dann sieht das ganz schön aus wieder. Nicht, dass der Wellensichter mit mir kaputt geht. Kommt ein bisschen Fett drauf und dann soll das wieder klappen. Man versucht ja sein Bestes zu machen. Und dass das alles wieder nachher wieder funktioniert. Und ich will jetzt halt die Lager, wo ich mir gesagt habe, die bleiben drin. Das sind eigentlich fast alle, außer halt die 2 vom Kegelrad da. Vielleicht verurteilt ihr mich jetzt auch, dass ihr sagt, ich hätte da neues Lager reingemacht. Schön und gut. Ich glaube nicht, dass das Lager so heiß geworden ist, dass es wirklich ausgeglüht ist. Ich denke mal, das hat nicht irgendwie was in der Festigkeit Einbußen gegeben dadurch. Und wenn es dann doch vielleicht der Fall sein sollte, muss man sich immer noch vor Augen führen, dass hier nicht so eine hohe Drehzahlen vorhanden sind an dieser Kardanwelle, die sich ja dreht. Ich habe ausgerechnet, sie dreht sich 6-mal. Damit der Reifen einen Weg vorne von 4 Meter zurücklegt, ein Stück über 4 Meter, also praktisch, wenn der Hinterreifen 4 Meter macht, also sein Abraumfang der Hinterreifen 4 Meter, wenn der 4 Meter zurückgelegt hat, dreht sich die Kardanwelle ungefähr 6-mal. Gut, jetzt muss man natürlich bedenken, 4 Meter ist auch ein Stück Strecke und 6-mal drehen, je nachdem welche Drehzahl man fährt oder halt die Endgeschwindigkeit ist ja die Frage, so schnell dreht sich diese Welle jetzt auch nicht, dass man dann wirklich irgendwie Höchstgeschwindigkeiten hat. Und ja, irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen, Leute. Deswegen baue ich jetzt die alten Lager, ja. Zumindest die 2 vom Tellerrad und die vom Kehlrad, die kommen halt neu. Die Buchsen kommen neu. Und ich will jetzt aber die Lager da reinsetzen. Das können wir einmal zusammen machen. Ich habe ja schon eine Weile, seht ihr, der Schlepper ist jetzt zum größten Teil wieder zusammen. Die Motorhaube ist dran. Der Kühler ist wieder fest und alles. Das passt ja nicht.
weil ich ja gesagt hatte, normalerweise denke ich mal, ist diese Achse hier in, ihr wisst es vielleicht besser, ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, ist diese Schindler-Achse in neueren Modellen eingebaut worden, so wie ich das auf Bildern erkennen konnte im Internet. Und ja, und die Köpfli-Achse ist bei ja, älteren Schleppern verbaut gewesen, so würde ich jetzt zumindest das mal anhand von Bildern, wie ich das gedeutet habe, interpretieren. Ja, und deswegen passt das halt mit der Motorhaube nicht ganz. Das Problem haben wir aber gelöst. Gut, was gut ist hier, dieser Lenkhebel, der oben drauf ist, der praktisch den Bolzen unten dran hat, den mache ich auch noch neu, weil er oben schon mal geschweißt worden ist. Das ist alles nicht so schön. Die habe ich ja alles da ja, wieder neu liegen, sage ich jetzt mal, von der Brandachse. Dann ist mir aufgefallen, dass die Kardanwelle auch nicht passt. Die ist kürzer, die alte von der Köpfli-Achse und die von der Schindelachse ist länger. Ja, das sind so alles so Punkte, die man beachten muss, weil das halt alles nicht zusammenpasst. Also muss der komplette Antriebsstrang, sage ich jetzt mal, vom Getriebe praktisch getauscht werden. Das Getriebe muss ich auch noch zusammenbauen hier, damit das wieder, ja, damit das nicht unvollständig wird. Und ja, dann ist praktisch das Getriebe mit Zahnrädern bestückt von der Köpfli-Achse. Und die Schindler-Achs-Zahnräder habe ich jetzt verbaut. Gut, ich stelle euch jetzt mal hier hin, dann könnt ihr ja mal zugucken, wie ich die Lager da reinsetze. Das Problem ist bloß, das Differential, was da verbaut ist, muss später noch eingestellt werden. Sprich, da sind Ausgleichsscheiben, oder? Die sieht man jetzt hier zum Beispiel, diese Ausgleichsscheiben. Ich versuche einmal eine Lampe gerade zu organisieren. So eine Ausgleichsscheiben sind da unten, das muss natürlich eingestellt werden und zueinander passen. Deswegen muss ich das, also die Lagerschale geht da eigentlich ganz leicht rein hier. Und ja, das muss definitiv danach vielleicht nochmal auseinander, weil das Kegelrad zum Tellerrad eingestellt werden muss. Das ist eine komplizierte Sache. Eigentlich musst du das mit einer Messuhr machen, die habe ich natürlich da und ich versuche mich da erstmal ranzutasten, weil das ja, doch ein bisschen ja, auf dem 100 mm genau passen muss. Ich sag mal lieber ein bisschen zu viel Spiel als zu wenig, weil zu wenig Spiel ja, heißt, das ist irgendwas, dass da irgendwas auf Druck aneinander liegt, die Zahnräder, und da gibt es natürlich Verschleiß oder Knack und Bruch. Gut, wir wollen das erstmal so einbauen, wie es vorher auch war in dieser Konstellation. Das heißt, diese Scheiben gehören da unter und die gehören hier unter. Also praktisch kommen jetzt zuerst die Scheiben hier rein, so, und dann kommt das Lager oben rauf. Das ist dieses, was ich so ein bisschen bearbeitet habe mit dem Strahlgerät. Wellendichtung kommt von der anderen Seite rein. Ich habe das auch schon zusammengeschraubt hier alles wieder mit Flüssigdichtung. Ich weiß auch gar nicht, warum der Heini das alles auseinandergeschraubt hat. Wahrscheinlich, weil er das nicht so schnell auseinanderbekommen hat, die einzelnen Komponenten, weil die so fest zueinander waren. So, und umso mehr Unterlegscheiben da unten sind, oder Distanzscheiben, je nachdem welche Seite wandert da das Kegelrad, das Tellerrad halt nach links oder rechts. Du musst die Achse hier nochmal angucken. Es wandert halt, hier sitzt das Kegelrad drin. Ich hole das einmal. Das sitzt hier normalerweise so drin. Um das nochmal zu erklären hier. Wenn ihr versteht, was ich hier mache, diejenigen, die jetzt keine Ahnung davon haben. Oder nicht so viele Berührungspunkte damit vorhatten. Sowas macht man ja auch nicht alle Tage. Ich mache es ja auch nicht alle Tage. Ein Differential auseinandernehmen habe ich jetzt aber schon bei McCormick mal gemacht und beim Güldner. Und ja, da habe ich aber nichts geändert. Hier habe ich, ändere ich Lager. Das heißt, da wird sicherlich irgendwas anders sein als vorher, weil die Lager haben ja Verschleiß, die alten. Und die neuen Lager sind vielleicht ein bisschen anders. Minimal. Ja, und auf jeden Fall. Umso mehr Unterlegscheiben da unterkommen, umso weiter rutscht das Tellerrad nach links bzw. nach rechts rüber. Und dann ändert sich natürlich die Spannung. Das gleiche ist, wenn hier Unterlegscheiben sich verändert werden, dann wandert das Kegelrad natürlich. Und je nachdem, was man verändert, ist die Einstellungen müssen eigentlich genau zueinander passen. Und dass da das richtige Spiel vorhanden ist.
Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wie gesagt, sonst geht irgendwas kaputt. So, das, die Lagerschale ist jetzt drin. Da sind auch noch so ein Nadelrohrlager drin. Die haben aber, ja, die haben auch nichts. Die lasse ich auch. Da läuft bloß die Welle drin. Und ja, die Welle habe ich reingesteckt. Die hat minimal, also kein Spieler drin. Das ist alles wie neu. Und ja, das läuft so ein bisschen, kriegt ein bisschen Öl ab. 90er Öl hier von dem von der Hauptachse, da läuft das Öl so ein bisschen rein. Das Öl findet sich hier drin, das läuft halt durch. Und deswegen ist hier hinten Wellendicht drin noch, der die Steckachse abdichtet. Ich glaube, die Kopfliehachse hatte hier Wellendicht drin. Es lief also gar nicht nach hinten bis zum bis zum Achsschenkel, das Öl. Hier ist es halt ein bisschen anders bei dem. So, jetzt kommt da noch die Lagerschale rein. So, hier ist die andere Lagerschale mit dem Lager. Das war ziemlich lose hier eigentlich drin. Zumindest in Erinnerung. Das ist auch gar nicht schlecht, weil dann kriegt man es umso besser raus, weil wie wirst du da rankommen? Das ging eigentlich ganz easy rausgehebelt, bekam ich das. Beim Kegelrad, ich werde das wahrscheinlich einmal erst zusammenbauen und später eine Wellendichtung, oder? Weil ich meine, wenn der Wellendichtung unter ist, ich weiß es nicht, gar nicht mehr ganz genau so, wie das aufgebaut war. Ich muss das alles zusammenstecken, dann werde ich das sehen. Nicht, dass ich das wieder auseinanderbauen muss und der Wellendichtung mir dann kaputt geht. Das hält sich automatisch noch spannend, wenn. Das Getriebe zusammengeschraubt wird, dann. Das hier meine ich, das ist ziemlich lose. Wenn ich weiß, dass die Einstellungen stimmen, werde ich das wahrscheinlich noch einmal mit Flüssigdichtung, einfach mit Loctite, also Schraubensicherung einkleben hier. Oder einen Körnerschlauch drauf machen, aber ich weiß nicht, ob das in Guss geht. Ich denke mir eher nicht. Das werde ich mit Schraubensicherung einkleben, nicht, dass sich das aus irgendwelchen Gründen mitdreht. Später. Die andere Seite ist fest. Aber hier ist irgendwie Spiel, also beziehungsweise das ist lose halt. Ein bisschen merkartig. Als hätte sich das schon mal mitgedreht, so ein bisschen. Ja, weiß man nicht. Wir werden es sehen. Aber dadurch, dass das Lager dann halt dagegen drückt, bekommt die Lagerschale ja auch Spannung und drückt gegen das Gehäuse. Das ist die andere Seite hier. So. Geräusche, ihr hört das ja. So, und da hinten, die Teile habe ich ja noch nicht, die kommen dann später zusammen. Soweit so gut, das Differential mache ich jetzt noch sauber und dann warte ich halt auf Teile. Ne? Das Blöde ist, dass diese Lupenring vom Frontladerzylinder hier, die sind immer noch nicht gekommen. Gut Leute, ich mache das Differential nochmal sauber jetzt mit Bremsenreiniger und dann ordentlich abblasen und alles, dass da richtig der Schmutz rausgeht. Dann werde ich diese Rattennarbe hier nochmal rausdrücken bzw. rausziehen. Der wird abgeschmiert, da sind Fettnibbel dran und da läuft kein Öl drin, das wird bloß überhaupt Fettnibbel abgeschmiert. Und die Wellendichtungen sind halt dafür da, dass das Fett nicht rausdrückt. Ja, ich habe jetzt nochmal ein Problem mit dem Differential hier. Und zwar habe ich das mal auseinandergebaut. Die Schrauben rausgenommen. Da ist dieser Käfig, wo die Ausgleichsräder drin sind. Drin festgeschraubt hier oben. Und ja, da drin sind halt diese Zahnräder hier, wo die Antriebswellen reingreifen, beziehungsweise die Steckachsen. Also diese Gelenkwellen, die greifen da rein. Mit der groben Verzahnung. Die Verzahnung passt ja nicht, deswegen habe ich die Achse jetzt getauscht, weil normalerweise fehlt ja die Welle und die Welle hat eine andere Verzahnung und so weiter und so fort. So, und hier sind jetzt so eine Druckscheiben drauf. Die haben auch so eine Ölbohrung, so eine Ölnut. Die sehen auch gar nicht schlecht aus, die ist ein bisschen größer hier.
als dieser Stummel, sag ich jetzt mal, selbst. Ich denke mal, das gehört aber so, dass das Öl sich da bewegen kann und reinwandert. Die sehen noch nicht schlecht aus, die beiden hier. Die sind auch nicht wirklich scharfkantig von innen. So, was jetzt aber sehr schlecht aussieht, ist von den Ausgleichsrädern. Diese Druckscheiben hier. Die sieht extrem schlecht aus hier. Sieht man richtig, die ist gebrochen. Die hier ist auch gebrochen. Ja, also die sehen richtig scheiße aus. So, und die gibt es natürlich in den neuen zu kaufen, wie es dann so ist. Allgemein diese Achsteile hier. Es gibt von Mercedes, habe ich im Netz gesehen, gibt es auch ein Differential. Also für das Differential, so eine Scheiben, die sehen genauso aus. Allerdings weiß ich da die Größe nicht, weil da steht ja nicht mit bei, sondern nur für den und den Typ vom Fahrzeug. So, und die Druckscheiben, die großen haben halt noch nichts, die kleinen, die haben hier was. Warte mal, nehmen wir mal eine ganz kaputte. Die hier, die fliegt ja fast auseinander. Und die ist auch schon richtig dünn geworden. Ja, und da habe ich mir jetzt überlegt, weil es die nicht zu kaufen gibt, kaufe ich jetzt halt einfach so eine Blechronde, sage ich jetzt mal, so eine Messingronde. Das ist so ein Stück Blech, das ausgeschnitten ist, rund, hat auch den Außendurchmesser von 48 mm jetzt hier, wie der hier auch hat. Innen drin ist halt keine Bohrung da, 2 mm stark. Und ja, die Bohrung innen drin, da bohre ich ein Loch rein, beziehungsweise schneide das einmal raus und fräse das dann auf mit einem Druckluftschleiferfräser. Ja, und dass ich dann halt da, ja, dass diese neue Distanzscheibe, die ich da baue, praktisch darüber passt über diesen vier Wellen. Und dann muss ich bloß noch einmal biegen, das werde ich aber leicht und locker hinbekommen, das ist ja weiches Material. In der Werkstattpresse sonst und diese Rundung kriege ich da hin. Ja, man muss sich eben hier zu helfen wissen, weil so kann ich das nicht wieder zusammenbauen. Das wird vielleicht nicht lange halten und dann gibt es Knack und Bruch. Also Augen zu und einfach zusammen geht hier nicht. Das muss schon alles funktionieren. Dadurch, dass halt die Scheiben verschlissen waren, die Distanzscheiben, haben die Zahnräder auch extremes Spiel gehabt. Das merkt man, indem halt diese beiden Steckachsen, die Wellen, die zueinander drinstehen, dass die halt Spiel haben. Das ist Differential allgemein Spiel hat. Und man bewegt den Reifen, der eine Reifen ist starr. Und die Antriebswelle bewegt sich noch nicht, aber das eine Rad bewegt sich halt. Das merkt man daran, dass es halt verschlissen ist. So, deswegen habe ich jetzt auseinandergebaut. Das wird sich nicht auch so sein beim großen Träger beim 1055. Apropos 1055, den will ich jetzt einmal rausholen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen weg vom Ford. Und zwar ist das Wetter gerade trocken und ja, Arbeit ist vorbei. Deswegen will ich jetzt mal aktiv werden und beigehen. Wir haben nämlich hier vorne drin ja, so viel Modder und Schlamm, wo der steht, wo er parkt. Normalerweise steht der Rückwagen ja auch drin. Und da ist halt das Problem, da läuft so viel Wasser rein, weil hier rechts ein Drainagerohr liegt, das geht dann über die Wand rüber. Und der Modder an Schlamm, da kann man halt nicht gut drauf fahren, das ist immer so matschig und so schmierig. Und da will ich jetzt halt ein bisschen Bauschutt reinsetzen mit dem großen Träger, einmal die Schaufel ankuppeln. Und dann werden wir einmal ein bisschen Erdaushub vornehmen, einmal was rausnehmen und ja, dann ein bisschen neues Bauschutt reinfahren und das ein bisschen verteilen. Thank you.
Steinchen sind hier drin schon. Kann ich auch mal drin bleiben, wenn das geht. Ich will ja eigentlich bloß die obere Schicht ein bisschen abkratzen. Und dann kommt da ein bisschen, ja, kleines Baustoffmaterial rein, was wir da liegen haben. Ist ja nicht schlimm, wenn das ein bisschen höher ist, hier später als vorher. Hier ist ja irgendwie eine Betonplatte. Die war ja schon gewesen. Hier ist ein blöder Absatz auch, das ist alles nichts Tolles. Aber wenn hier Baustoffe reinkommt, dann ist das zumindest ein bisschen fester. Man hat die Schmiere nicht, die ihr da seht. Das muss auf jeden Fall noch weg, da rechts. Ich stelle euch jetzt mal auf die Schaufel drauf hier. Bestimmt ganz lustig. Mal hier mit zu fahren.
So, jetzt haben wir ein bisschen was hier reingefahren. Und das verteilen wir jetzt einmal mit der Hand. Hier die Ecke muss ein Stück, also ein bisschen was rein. Und dann sollte das eigentlich lang. Das ist ja bloß, damit das nicht so matschig ist hier. Und damit man hier ohne Probleme rein und rausfahren kann. Ja, und dafür eignet sich der Bauschutt doch optimal, den wir im Sommer rausgeholt haben aus dem Stall. Also hier ist unser Waldstück, hier geht das rein, das müsste ich schon mal gesehen haben. Und ja, hier ist die Realität, willkommen in Deutschland. Hier hat jemand seinen Buschweg mit seinem Gartenschredder gehackt und dann hier hingeschmissen, super schön auf dem Haufen, damit das gut verrotten kann. Da habe ich letztens mit einem Jäger geschnackt und ja,
der hatte sich dann aufgeregt, dass sie hier ihre Blättern, die eschen so einen ganzen Kram hier hinkippen, weil die Rehe das teilweise fressen und dann werden die vergiftet, die sterben dabei oder davon. Und da ist nicht zu spaßen, die Wildtiere, die kennen das halt nicht, das wächst ja normal nicht in der Natur. Und dann fressen die das und gehen hops dabei. Und hier ist die Realität, Müll abgeladen. Komm hier hin, eine Woche nicht da gewesen, liegt hier irgendwas. Ja, mal ohne Kommentar so stehen lassen. Wir sind schon ziemlich weit hinten angelangt und sind jetzt auf dem letzten Ende. Sägen das einmal raus und poltern erstmal eine Hand auf und dann ziehen wir das raus, so wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben. Das geht so am besten und ja, wir laufen mal hinten durch jetzt. Wir sind jetzt im Wald fertig für heute und wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel. Ja, man sieht das hier schwer. Bis wohin habe ich den Weg? So langsam sieht man auf dem Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wie das Sprichwort gesagt. Bis hier vorne irgendwo habe ich gesägt und dann ist es noch ein paar Meter weiter rein da. Sag mal 40 Meter vielleicht und dann ist auch Schluss. Ja, für dieses Waldstück hier. Oh, und da haben wir schon ziemlich viel geschafft dieses Jahr. Innerhalb einer kurzen Zeit. Wir haben uns vorher gedacht, als wir es gekauft haben, wie sollen wir das schaffen?
das hier alles zu sägen und so weiter und rauszuholen. Aber wenn man erstmal beißt, dann merkt man, dass es eigentlich ganz gut geht, wenn man die richtige Technik zum Sägen und rausholen hat und ja, die richtige Maschine natürlich. Und die Sonne geht jetzt langsam unter, deswegen sollen wir raus hier, weil jetzt Brummzeit ist von den, ja, von den Rehen oder von dem Wild. Und deswegen sind die Jäger hier auf der Persch am Sonntagabend. Und ja, die wollen Rehbock schießen oder so. Deswegen gehen wir jetzt mal langsam raus hier aus dem Wald. Ja, ich bin jetzt heute wieder in der Werkstatt und es geht wieder weiter bei mir. Die Teile sind heute gekommen, das ging echt fix. Ich bin jetzt beispielsweise gerade dabei, die Verschleißbuchsen hier im Pendelachsbolzen der Vorderachse reinzusetzen. Eine Seite habe ich schon drin, die andere kommt jetzt. Echt saugend rein. Gebolzen. Gut. Ich gehe jetzt mit Gewalt rein, treib da, dann kriege ich den hier raus. Also das Nullspiel vorhanden jetzt, das ist super, das ist optimal. Dann sind noch ein paar andere Teile jetzt gekommen. Also Wellenlichtringe und die Lager, die ich bestellt habe. Und ja, ich hätte auch überlegt, ich könnte, wenn das passt, eigentlich auch die für die Rattennarbe Lager aus dem alten, aus der alten Achse nehmen, aber ehe ich die da rausgeholt habe, ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Deswegen werde ich die nehmen, die da drin sind. Da müssen die Teile noch kommen fürs Differential. Die Lukenringe für den Frontlader sind auch gekommen. So sehen die neuen Dinger ja aus. Die bauen wir da auch noch ein. Und ja, da muss ich die ganze Achse hier noch zusammen poolen. Und ja, wie die Lager aufs Kegelrad drauf machen und so weiter und so fort. Das werde ich aber nicht alles explizit filmen, das mache ich denn so. Und ja, zeige ich wieder, wie das aussieht, wenn ich fertig bin damit. Genau, so ist die Planung. Ich fange mal an, ich mache jetzt weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, heute bin ich wieder in der Werkstatt gewesen und habe eigentlich ein bisschen was geschafft, würde ich mal sagen. Wie ihr sehen könnt, ist die Achse zur Hälfte wieder zusammen. Diese Brandachse hier. Die ganzen Ersatzteile sind jetzt gekommen, also nicht alle, sondern fast alle. Ich muss jetzt zum Beispiel noch die Befestigungsschrauben für den Motor, da habe ich mir 12.9er gekauft. Vier Stück. Die müssen noch da ran, die sind noch nicht da. Die Nutenringe sind ja oben gekommen, das hatte ich vorhin schon erzählt, oder heute Vormittag. Und ja, ich habe die Achse jetzt zusammengebaut mit neuen Wellenlichtringen. Die alten Lager habe ich nicht verwendet. Ich habe die Lager aus dieser Brandachse, aus der alten Achse genommen. Ich wollte dann doch nicht diese heiß gewordenen Lager einbauen, das war ein bisschen zu heikel. Da habe ich hier das Kegelrad wieder eingebaut. Das Teil hier mit Wellenlichtringen und neuen Lagern. Gut, und das habe ich jetzt bloß erstmal raufgesteckt hier. Ich muss halt auf diese Messingbleche warten, damit ich mir diese Druckscheiben neu bauen kann vom Differential. So, ich habe jetzt noch ein ganz anderes Problem hier, und zwar habe ich das jetzt so weit zusammengebaut und habe dann gesehen, dass das gar nicht passt. Also erstmal sind die Lenkhebel hier, die oben drauf geschraubt sind, auf dem Achsschenkel, die passen nicht. Die neuen, also was heißt die neuen, die von der Brandachse, die sind kürzer als die von der anderen. Sieht man vielleicht so ein bisschen jetzt hier. Und ja, ich muss natürlich die von der Brandachse erst benutzen. Der andere war ja sowieso gebrochen und mal geschweißt worden, deswegen die will ich auch benutzen.
Ja, aber mein Problem ist jetzt halt, wenn er einpendelt, diese Achse hier, dann haut die halt gegen die Frontlader-Konsole gegen. Ja. Nun habe ich das Problem, dass ich das hier auch noch abschneiden muss. Ich will das denn hier irgendwie abschneiden. Hier vorne zwei Befestigungsbohrungen, eine in der Mitte beim Pendelachsbolzen. Und da muss ich mir halt einen neuen Rahmen für bauen. Hier vorne. Hier rausziehen. Irgendwie hier eine Platte drauf. Und dann hier irgendwie oben mit einer Verschraubung machen. Muss mir da noch ein paar Bilder angucken im Internet. Vielleicht finde ich da noch einen Ford mit einer Schindlerachse, der diese Frontladeraufnahme hat. Oder der einen Frontlader dran hat. Und kann mir da ein paar Tipps holen oder was abgucken. Ja, so weit, so gut. Das ist halt das Problem. Und ich hoffe, dann ist alles beseitigt, ein Problem, was hier jetzt entstanden ist, und dass alles wieder nachher funktioniert und läuft, mit der Vorordnung auch passt. Und ja, drückt die Daumen. Ich würde sagen, wir haben genug gefilmt wieder für diesen Vlog. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Vorort, aber erst fast zusammen. So gesehen gibt es vielleicht noch so einen halben Teil 3. Ja, wo man dann sieht, wie der Ford wieder ja, fährt und wie alles wieder zusammen ist. Ja, dementsprechend sage ich tschüss, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Schalt gerne wieder rein, gib dem Video vielleicht einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss.